Hasan, Adan, Maulana. Die drei Indonesier aus Jakarta sind die neuen Azubis beim Maschinenbauer GM in Gera. Mit Pfeilen und Sägen beginnt die Ausbildung. Viel können sie noch nicht darüber erzählen. Vor knapp 2 Wochen sind sie in Deutschland angekommen. Eine Beobachtung teilen alle drei. Direkt. Die meisten Deutschen sind direkt. Man sagt einfach, was im Kopf. In Indonesien muss man mehr hoffentlich sein. Den dreien geht es um bessere Karrierechancen mit der deutschen Ausbildung. In Indonesien sei es derzeit nicht einfach, Arbeit zu finden, erzählen sie. Ihr Chef ist Frank Kniechwitz. Der konnte vergangenes Jahr nicht einen einzigen deutschen Azubi finden. In die Indonesier setzt er große Erwartungen. Auf jeden Fall ist dort aufgrund von den ganzen ökonomischen Zwängen zu erwarten, dass die wollen. Und weil einfach, die werden von zu Hause hierher geschickt und mit einem gewissen Grund, mach deinen Beruf und vielleicht auch unterstütze uns dann. 37,1. Okay. Fabian Scharf bildet die drei aus. Zum ersten Mal Lehrlinge aus Indonesien. Bisher ist er zufrieden. Die indonesische Auszubildende sind sehr dankbar, sehr pünktlich und greifen das eher als Chance auf und nicht als Pflicht, so wie das bei deutschen Lehrlingen öfters mal den Anschein erweckt. Wir machen das jetzt seit 6-7 Jahren schon. Ron Schenke ist der Mann, der die Azubis vermittelt. Hier auf der internationalen Messe für Bäckerei in München findet er wieder neue Kunden. Die Attraktivität des Berufes ist unter vielen deutschen jungen Menschen nicht so gut gelitten. Und dann ist es, glaube ich, schlau, auch mal über Landesgrenzen hinauszuschauen, auch über Erdteilgrenzen, ehrlicherweise. Vorher war Schenke Deutschlehrer in Vietnam. Das große Interesse an Deutschland brachte ihn auf die Idee, die Agentur Go German zu gründen. Über 1000 Lehrlinge hat er vermittelt, die nach der Ausbildung auch in Deutschland bleiben. Das liegt vor allem daran, weil die Gehaltsperspektiven in Deutschland nach einer Berufsausbildung natürlich eine ganz andere sind, als wenn sie zurück nach Indonesien, Vietnam, Malaysia gehen und dort zu 300, 400 Euro im Monat arbeiten würden. Der Fachkräftemangel ist auch in der Bäckereibranche groß. Ein Kunde von Go German will deshalb auch dieses Jahr wieder Azubis aus Indonesien einstellen. Durch die positive Erfahrung, die wir jetzt machen durften, ist natürlich das Interesse geweckt. Ich bin ein bisschen neidisch, dass er hier steht, weil dann haben auch andere natürlich das Interesse jetzt oder haben die Möglichkeit, also so an gute Mitarbeiter zu kommen. Zufrieden mit indonesischen Azubis ist auch die Betriebsleiterin Alexandra Wulo in Leipzig. Im Restaurant Patakan wird asiatische Küche vor den Augen der Kunden zubereitet. Die Neuzugänge Lala, Michelle und Nathan passen gut ins Team. Erfahrungen sind bis jetzt nach knapp 1,5 Jahren nur positiv, muss ich sagen, weil die einfach schon von der Art und Weise, von der Mentalität einfach super fleißig sind, höflich und man einfach immer auf die zählen kann. Die drei machen eine Ausbildung in der Systemgastronomie. Dazu gehören Kochen, Gästebetreuung und auch Betriebswirtschaft. Für sie ist schon jetzt klar, dass sie in Deutschland bleiben wollen. Weil ich liebe hier besser leben, ich kann auch mehr Geld bekommen. Ich werde hier erstmals arbeiten mit den Leuten, mit den Kollegen. Das macht ganz sehr Spaß für mich. Ich will entweder wieder arbeiten oder noch im Studium machen oder Hochschule, genau. Feierabend für Hasan, Maulana und Nathan. Sie leben gemeinsam in einer 3-Zimmer-Wohnung in diesem Plattenbau. Etwas Heimweh haben sie, sprechen viel mit ihren Eltern. Maulanas Mutter ist stolz auf ihren Sohn, glaubt, dass er mit der deutschen Ausbildung gute Karrierechancen hat. Die dauert 3 Jahre. Wie es dann weitergeht, wissen Maulana und Hasan noch nicht. Nur Nathan ist entschieden, in Deutschland zu bleiben. Sein Traum ist es, Flugzeugbau zu studieren.